YouTube, was geht hier, ist euer Novi und ich begrüße euch hier zu einer weiteren Folge von Dying Light mit mir, eurem Kommentator Novi. Und zwar, nächste Aufgabe ist ohne Unterlass und zwar folgendes. Ich habe die Aufgabe schon angefangen und irgendwie gab es ein Problem mit der Aufzeichnung. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Ja, ist gut. Auf jeden Fall, ich habe leider schon einen Teil von der Aufgabe gemacht und habe das leider nicht als Video. Ist aber nicht schlimm, ist nicht schlimm. Und zwar, ich erkläre es euch mal ganz schnell. Und zwar, wenn ihr die Aufgabe startet, müsst ihr in diesen Bereich hier gehen. Das ist dann hier auf der Minimap ein riesen gelber Fleck. Und zwar, es geht darum, man muss hier diese Typen hier auf dem Boden liegen, muss man suchen. Und einer von denen hat ein Funkgerät bei sich. Und zwar ist es der mit dem gelben, mit diesem gelb gestreiften Hose. Der hat ein Funkgerät bei sich. Wenn ihr da dran geht, dann hört ihr dann noch von Raif die Stimme. Und dann könnt ihr jetzt hier sehen, begeben sie sich zu Gabriel Estate 5. So, und da müssen wir jetzt hinlaufen. Und das sind jetzt wie viel Meter? 150 Meter, sehr schön. Ich hoffe, ihr seid irgendwie, das ist nicht so sehr krumm, aber dafür geht das Video auch nicht so lang. Und ich denke, als, weil es ja ist so eine Lösung eigentlich, ist so ein Lösungsvideo, so ein Tutorial für das Spiel im Endeffekt, dann geht es auch ziemlich schnell, das Video, und ihr müsst nicht so lange bis der Lösung warten. Oh, nein, 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 nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Oh, erstmal eine Bandage. Ah, wie gut, dass das hier schon eine Safe Zone ist. Den Händler? Nein, nein, Quatsch, aber der Händler kommt erst noch. Hey, ich war vorne da draußen gestanden, guck so durch dieses offene, halboffene Tor. Denke, hey, ist das krank, ist das hier neben, und ist das, das hat von draußen aus gesehen wie Unge. Ist ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie blöd es ausgesehen hat, aber, oder wie blöd es klingt jetzt, aber es sah wirklich aus wie Unge. Also richtig krass war das. Oh, das lockt jetzt natürlich diese ganzen Maden an. Oh, erstmal eine Bandage, schnell eine Bandage. Oh ja, was sage ich, das lockt wieder alles Mögliche an. Aber macht nichts, die macht mir schnell weg hier. Erstmal eine Bandage. Verfluchter Mist. Einfach hier nach oben rennen, springen und dann ab beim See hochklettern. Ich glaube, da lebt noch einer. Mein Schild ist kaputt. Ich wollte gerade das Schild ziehen. Ja, Schild ist im Eimer. Schade. Macht aber nichts. Eigentlich benutze ich kaum ein Schild, aber heute habe ich mal probiert. Ist eigentlich nicht mal so schlecht, gerade wenn so eine Menge Zombies in einem her ist. Und so, man hat keine Power mehr, also man hat kein Leben, nicht mehr genug Lebensenergie mehr. Dropkick und ja, oh weia. Voll auf die Matschbirne geknallt, die Alte. Die ist im Arsch, definitiv. Da geht nichts mehr heute. Die Dame braucht jetzt erstmal einen Sonderurlaub. Ah, dann haben wir schon ausgeraubt, ausgeplündert oder durchsucht. Aber okay. Gabriel Estate 5. Also wir sind hier in dem richtigen Block scheinbar. Hier ist 04. Hier drüben. Dann der hier von der Nummer. Das ist die 05. Beginnen sich zu Gabriel Estate 5. Okay. Okay, nein. Da hat aber vorhin irgendwas über das Funk geredet und irgendwas im Keller. Nein, auch nicht. Vielleicht irgendwie hoch aufs Dach, aber das glaube ich jetzt nicht. Wartet mal, gibt's denn die? Ach, hier gibt's einen. Genau, hier gibt's eine Kellertür. Bingo, das ist ja die Kellertür. Schluck kaltes Wasser hinterher. Und dann fällt auch einem das Reden leichter. Weil mit ausgetrocknetem Mund macht's echt keinen Spaß zu reden. Licht an, Steuerkreuz nach oben. Ah, wartet mal, wartet mal, wartet mal.
Kann man hier was machen? Die Tür geht nicht. Okay, aber dahinter ist, glaube ich, was. Seht ihr das? Das Viereck angezeigt. Okay. Die Tür kann man gar nicht öffnen. Okay, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Da geht auch nichts. Oh, ich muss mal diese Sichel erstmal reparieren. Schloss knacken einfach. Dann machen wir das auch mal gleich. Einmal drehen. Ey, wir haben es fast sogar. Einmal nach links. Bingo. Ein Korb. Plastikteil. Nächster Korb. Kaffee. Nein, Stromkabel. Aber auch in Ordnung. Viel besser wie Kaffee. Weil daraus können wir immerhin noch zurückbauen. Ich glaube, das war es hier drin. Nicht wahr? Ja, das ist halt hier was. Nein, nein, doch nicht. Das ist die Tür. Ziegelsteine, ja, das ist auch sowas mit den Ziegelsteinen. Zum Beispiel mit diesen Ziegelsteinen überhaupt anfangen. Okay, Tür kann man nicht einschlagen. Nur einen Test gemacht gerade eben. Ich wusste eben gerade, wie man nochmal zutreten tut. Wie man nochmal zutreten tut. Ja, das war mit das ist R1, genau, R1 ist das. Ach, der hat überlebt. Na, das hoffe ich doch. Oh, guck mal an. Eine Hacke. Oder eine Hacke. Was haben wir hier? Eine, wie heißt das Ding? Hippe? Da war da noch ein... Habe ich jetzt drei gekillt? Nein, 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 das kann nicht sein. Da war noch ein dritter Mann, wo ist denn der hin jetzt? Links ist sauber. Okay. Ohohoho. Das war knapp eben. Ja klar. Sauber. Also, was hast du für mich hier? Eiserne Hacke. Oder eine eiserne Hacke. So, den nehmen wir. Dann durchsuchen wir. $48. Und wir machen mal wieder hier in unseren Rundum-Check, weil es kann ja sein, dass hier noch etwas zu entdecken gibt. Nein. Doch, hier drin, glaube ich, genau. Hey, irgendwie ist es schon krass, es werden Sachen in Räumen angezeigt, wo man gar nicht reinkommt, seht ihr? Vielleicht soll es eine Tür sein, wo man von außen kann, irgendwie öffnen kann. Keine Ahnung. Hier in dem Raum ist, glaube ich, auch was. Ja, hier wird auch was angezeigt. Hier wird auch was angezeigt. Okay. Der Schrank. Bingo. Schrank gibt es 90% immer was drin. Aber was zum Essen, was zum Kauen. Wow! Oh, verdammt, das war was aber knapp. Hier rein, am besten. Kraft mehr. Erstmal reparieren und dann unsere Gartensichel, was das hier ist, glaube ich, gell?
Stängel fest, also wieder zurück. Oh, das war ganz knapp eben. Lol, was war denn das eben? Da hat sein Kopf verloren, glaube ich eben. Der Typ. Jupp, er hat seinen Kopf verloren. Das gibt's halt nur in der Peggy-Version. Ja, eigentlich gibt's ja nur in der Peggy-Version. Nein, es gibt auch noch die US-Version, aber egal. Und was haben wir hier noch? Inventar voll, interessanter Name. Okay, Inventar voll. Warte mal, was ist denn das? 147 Angriff. Das ist bestimmt um einiges besser wie das Zeug, was ich hier noch so rumfliegen habe. Hier 210 Schaden. Das Problem ist, man braucht hier viel Kraft, um das Teil hier zu verwenden. Wert 191. Entflammbare Flüssigkeit, leitfähige Flüssigkeit. Mein Gott, habe ich hier einen Haufen Schrott. Wartet mal, ich kann hier erstmal die Böller rübernehmen, habe dann wieder einen Platz mehr und schmeißt diesen blöden irgendwas hier weg. Diesen Stahlhammer. Schwerer Bewährungsstahlstab. Was für ein Name. Schwerer Bewährungsstahlstab. Okay, wartet mal. Wenn wir schon hier rumlungern, dann nehmen wir unsere Knarre aber in die Hand. Ja. Hier ist die Knarre. Munition haben wir noch nicht mehr so viel. Au Schande, au Backe, au Schande. Moment, wo müssen wir überhaupt hier? Ja, ich sehe es, auf der Minimap wird was angezeigt. Irgendwie glaube ich da hoch oder wie auch immer. Echt jetzt? Und zwar nach oben irgendwie. Hier ist ein Fahrstuhl, hier ist ein Fahrstuhl. Ah. Jetzt durchgehen wie ein verrückter X drücken. So. Oh ja. Halt, stopp. Hier drüben können wir hochklettern. Da geht er hoch und da geht er hoch. Da müssen wir rüber. Das heißt, da müssen wir noch einen hoch. Macht er das? Nein, macht er natürlich nicht. Das macht er hier aber. Und sogar richtig ziemlich gut und sauber. Okay. Und checken hier eine Tür. Karim, hier ist Crane. Lass die Waffe fallen, ach, oder du bist tot. Unser Freund Karim. Ein Problem. Das hier geht dich nichts an. Sorry, Karim, aber Erol geht mich sehr wohl was an. Du arbeitest für ihn? Schön blöd. Ich war mal sein Bodyguard. Als die Mauer gebaut wurde, sind wir überrannt worden. Er wurde ins Bein gebissen. Ich brachte ihn zu Randall, einem Arzt in den Slums. Und wir amputierten das Bein. Es war die einzige Möglichkeit. Er hätte sich sonst verwandelt. Aber der Sturkopf hat uns das nie verziehen. Also trennten wir uns. Und warum lässt du ihn dann suchen? Die Regierung hat die wichtigeren Politiker schon früh aus der Zone geholt. Errol sagte uns, ein Hubschrauber sei unterwegs, um auch uns abzuholen. Dann wurde er gebissen. Und wegen der ganzen Scheiße danach verpassten wir den Heli. Aber nachdem du das Übertragungsgerät eingeschaltet hattest, hörten wir, wie Errol eine Evakuierung anforderte. Und vor ein paar Tagen kam eine Antwort. Von außerhalb. Der Bastard wird rausgeflogen. Und ich werde neben ihm sitzen. Was ist mit Raiz? Interessiert er sich für ihn? Nicht die Bohne. Das war meine Sache. Ich will einfach nur aus Harran raus. Ich denke nicht, dass du hier rausgeflogen wirst. Das war mir langsam auch klar geworden. Aber ich will hier rausspazieren. Pass auf, wenn ich dich nochmal sehe, gehe ich vom Schlimmsten aus, kapiert? Okay. Viel Glück, Crane. Du wirst es brauchen. Okay, man trennt sich hier im Friedlichen. Das ist natürlich richtig gut. Weil der Zwurst hier losgeballert hätte, hätte man bestimmt alt ausgesehen. Ach, guck mal, hinten ist ein GI-Paket. Er lässt mich natürlich nicht in den Raum rein, du elender Mistkerl. Ach, egal, ohne Unterlass kehren sie zu Errol zurück. Okay.
Trotzdem, ich würde sagen, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Ach, guck mal, na, wir kommen hier hoch. Und wir können hier nach oben gehen. Wir kommen hier oben raus. Ja, halten, um das Gebäude zu verlassen. Sehr schön. So, und hier haben wir unseren Seil, können wir uns mit abseilen. Abseilen, na Quatsch. Da kommen wir auf jeden Fall vom Gebäude runter und auch ziemlich weit. Ist auch sogar die Richtung, wo wir hin müssen. 256 Meter, oh, das machen wir doch. Lol, was war denn das eben? Ah, okay. Einmal gesprungen und nochmal R, also einmal R1 und dann nochmal R1 am besten drücken. Hui. Ich dachte, dass wir bis darüber gehen aus Tankstellendach. Ach, hier eine Kiste. Schloss knacken, Mittel. Einmal drehen, nix. Links. Ah, schau mal, ein bisschen mehr links. Ein bisschen mehr rechts. Volltreffer. Sehr schön. Eigentlich war es das Ganze jetzt schon wieder. Wenn ihr jetzt Bock habt, könnt ihr noch dabei bleiben, wenn ich jetzt noch zur Erol gehen, sagt dem Bescheid, um den Abschluss zu machen von der Mission. Aber im Endeffekt war es das ja eigentlich noch so im groben Ganze, glaube ich. Aber kommt, laufen wir erstmal zur Erol. Vielleicht wird die Mission mal erweitert. Ich weiß ja nicht mehr so genau. Ich habe die Mission eh schon gespielt. Oh, jetzt müssen wir rennen. Jetzt müssen wir Fersengeld geben. Oh, da ist einer hinter mir her. Nein, geh doch weg, mein Gott, ey. Blöder Zombie. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Läuft. Das ist eigentlich schon das Schulgelände, wo wir sind, aber ich mache einen riesengroßen, fetten Umweg, weil ich Zigeuner eigentlich, oh mein Gott, ich habe ein böses Wort gesagt, weil ich Idiot eigentlich nur nach links laufen müssen. Quatsch, kletter hier einfach drück. Ach Gott, überall dieser Stacheldraht. Oh, ist ja ekelhaft. Nein, hier, genau. Und wir sind sicher. Wo ist er dann hier drin? Jo, hier ist Erol. Haben Sie sie gefunden? Ja, Karims Version, wie sie ihr Bein verloren, klang ein wenig anders. Aha, dann haben Sie mit ihm gesprochen. Edward hatte recht, Sie reden zu viel. Sie sollten das Reden Leuten wie mir überlassen. Und ich überlasse dafür das Töten Ihnen. Wie auch immer, Karim war mein Bodyguard. Er ließ zu, dass ich gebissen wurde, aber dafür gebe ich ihm nicht die Schuld. Hey, er hat Ihr Leben gerettet. Indem er mir das Bein abhackte? An dem Tag, an dem ich gebissen wurde, begannen sie die Suppressive abzuwerfen. Verstehen Sie? Ich sagte ihm, die Abwürfe würden bald beginnen. Sie hätten nur warten müssen. Stattdessen hörte er auf diesen dämlichen Arzt und Karim hielt mich fest, während dieser Metzger mir das Bein abhackte. Und jetzt meint er, ich soll ihn hier rausfliegen. Ich habe ihm gesagt, das wird nicht passieren. Sie hätten ihn töten sollen. Überlassen Sie das Töten lieber Leuten wie mir, okay? Oh ja, stimmt. Ich kann sie hier rausbringen, Crane. Vielleicht mag ich sie ja. Klingt eher, als hätten sie eigene Pläne. Vergessen Sie es. Sie wurden gebissen. Ich sehe es in ihren Augen. Sie werden niemals an der NCOR-Quarantäne vorbeikommen. Woran? Sehen Sie? Sie haben keine Ahnung, was in der echten Welt abgeht. Wenn Sie keine Politiker kennen, haben Sie verloren, denn nur die können Sie hier rausbringen. Sie glauben mir nicht? Dann sehen Sie es als Plan B an. Ein Ass im Ärmel.
Falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten, in dieser Stadt läuft nichts ab, wie es sollte. Falls ich interessiert bin, was dann? Zwei Dinge. Als erstes müssen wir Markierungen auf das Dach pinseln. Wir haben hier keine Farbe. Sie werden also welche suchen müssen. Und zweitens, sagen wir einfach, Sie verlassen die Stadt auf eine bessere Art, als Sie hineingekommen sind. So, besorgen Sie uns jetzt Farbe. Hier in der Nähe ist eine Baustelle. Sie sollten dort nachsehen. Ich sage Ihnen, was als nächstes anliegt, wenn Sie zurück sind. Vertrauen Sie mir. Sie werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ich dachte echt, gell, das ist, dass jetzt noch heißen würde, hopp, ab in die nächste Baumarkt Farbe holen. Also, geht diese Folge eigentlich weiter, aber Leute, wir beenden das, weil das Video wird einfach zu lang, gell. Vielen Dank fürs Zuschauen, der nächste Teil wird gleich abgedreht, wird dann auch noch gleich hochgeladen. Und dann mache ich lieber aus dieser einen lieber zwei Episoden, weil das ist einfach zu lang dann. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, gell, und schaltet wieder ein, wenn ich die nächste Folge eigentlich hochgeladen habe. Und ja, bis dann, euer Novi. Tschüss.